Was wir an Sie zu richten, verehrtes Publikum? Also, zuallererst möchte ich einmal unserem Licht- und Tonmeister danken, der das eigentlich recht souverän hingebracht hat. Weil das Problem ist nämlich, eigentlich hätte es der Humi machen sollen. Aber der Humi ist krank und so ist er noch gestern auf die Nacht eingesprungen, was ich ziemlich stolzreich finde. Und ja, trotzdem glaube ich, wir sollten kurz dem Humi gedenken, der ist krank zu Hause und reichelt. Und was ich noch sagen will, wir haben für dieses Werk nicht geprobt. Wir haben es einmal probiert, einfach nicht zu proben. Gestern war also praktisch die einzige Zusammenkunft, wo wir kurz den Inhalt besprochen haben. Es hat bis auf ein paar kleinere Zwischenfälle eigentlich auch ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Wir hoffen, das hat Ihnen gut gefallen, oder gefallen, sagen wir mal, kann man nicht sehr gut treiben. Und ja, jetzt, glaube ich, sind wir soweit und es kommt jetzt noch diesmal keine Schlusslyrik zum Leute loswerden, sondern nein, wir haben was viel Besseres auf Lager, weil letztes Mal hat es ja nicht funktioniert, die Leute sind da geblieben. Diesmal haben wir was eindeutig Besseres ausgedacht, wir singen einfach noch ein Lied von Winter Hilde und das sollte sich dann erübrigen. Gut. 1, 2, 3. Kennt ihr seinen Namen? Seinen Namen kennt ihr gut. Seht zu ihm hinüber und dann kennt ihr sein Gesicht. Hier ist ein Mensch, schickt ihn nicht fort, gib ihm die Hand, schenkt ihm ein Wort. Hier ist ein Mensch, hör ihm nur zu, er lebt wie ich und auch wie du. Na bitte! Bitte! Martin, bitte, du kurz einmal da die Leute unterhalten. Also, wir haben nicht alles unterbringen können dieses Mal. Und deswegen wird jetzt der sehr verehrte Herr Matthias zeigen, was eigentlich noch kommen hätte sollen. Nur weil wir ja so unter Zeitdruck stehen, haben wir das nicht mehr untergebracht. Es war wieder mal ein Theaterstück, so wie letztes Mal. Und wir haben uns gedacht, die 7-Zwerge gehen sich wieder nicht aus. Deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen Rapunzel. Doch das Problem war, dass wir die Handlung nicht so genau gewusst haben, wie wir das durchgesprochen haben. Und jetzt haben wir es einfach neu geschrieben. Und da sind halt ein paar Prinzen vorkommen, die versucht haben, den Turm einzureißen und so. Das hat dann nicht so ganz funktioniert, weil wir dann eine Probe dafür gehabt haben. Und jetzt kommt Rapunzel. So. So, also eigentlich ist jetzt genau fast eine Stunde rum, wie wir es eigentlich gesagt haben, dass es eine Stunde wird. Aber eigentlich haben wir selber nicht dran geglaubt. Doch, nun ist der Fall doch eingetreten. Was schlägst du vor bei dir? Wollen die Leute noch da bleiben? Ha! Gott, ich glaube, du kannst dich wieder umziehen gehen. Ja, versuch. Was?
war jetzt eigentlich geplant, dass aus ist. Ja eben. Aber die Leute sitzen ja noch da. Was machen wir jetzt? Dann sagen jetzt gehen wir einfach, die werden schon. Die werden das schon irgendwie überreißen, dass wir nicht mehr da sind. Glaubst du, kennst du das? Oder sollte man eigentlich hinschreiben, vielleicht das. Nee, Mann. Das ist doch tief. Aber wir könnten dabei, dass die Leute rausgehen mit einem Haar an Schnur springen. Du. Da. Das wäre toll, oder? Seh her. Elegant, Ross, elegant. So. Hier. Der Sessel ist ja wunderbar. Trotzdem kann man sich draufsetzen. Was blendet er wieder so? Nass ist's auch, wir bringen doch das Wasser rein da. Mich dürstet. Ja, ich bring doch nichts. Ah! Euch kann man's hören noch. An meinem Fuß, der edle Jüngling. Oder soll ich besser sagen, edle Frau. Ja, wo bleibt die Frau? Ich hab doch mitgebracht. Echt? Die Posaune. Mit der Posaune hat nämlich in früheren Jahren der Professor Zetzin gespielt. Bitte schreibt auf in eure Hefte, notiert euch das. Lieblingsinstrument von Professor Zetzin. Posaune. Ein halbes Jahr hat er sich umgestellt vom Tenorhorn auf Posaune, hat er mir erzählt. Aber er kann es ganz gut. Das ist da drauf. Ja, der Zug ist halt aus, das ist die Fähne für den Zug. Ach so, ich kenne mich da nicht aus. Ich bin schon mal gleich raus. Also dann musst du das Schmierbetten auf die Schmierbetten auf der Hand. Ja. Und bringt doch was herein! Genau, du schaust ihn aus wieder. Das ist ja grauenhaft, warum geht ihr nicht? Das war eigentlich nicht geplant jetzt, ja? Also, geht mal her, die Pyramide. Form vollendet, wie immer. Zusammengebaut mit Karton-Toilettpapier, Multirilol. Und diesmal haben wir Inhalt 10 Liter gehabt, nicht Inhalt 3 Liter auch. Daher ist das so nah, dass sich das alles erübrigt. Seht mal da. Lippenstift ist auch da. Ah, und übrigens, bitte Abfahrt! Abfahrt, der hat hier schlecht! Ja, der schaut auf Fressen! Lach bitte! Es macht dir Spaß, dass du es jetzt vorher raus, bitte! Ja. Nein. Aber recht hat er drauf, ich meine, Entschuldigung, ich muss nicht ehrlich. Ah, ein Bohrer, das ist ein tolles Gewerk, das ist kaputt. Ui! Nein, hat der Windparker kaputt gemacht. Wiederum, wiederum. Okay. Reden wir doch drüber. Ah. Der Windfacker? Der Windfacker hat er kaputt gemacht, ich sag's dir ja. Warum? Der Windfacker macht er sich gar nicht. Aber er hat mir die Reichsinsignien gebracht. Ach so. Ah ja, ja. Außerdem hat er es am Schluss auch benutzt. Ja? Weil da ist er nämlich beim Fahrer geworden. Ja, ich erinnere mich ja. Du schreckst dein eigenes Drehbuch nicht mehr, das ist ja klar. Ja, so. Ah. Ich habe im Moment nicht so den Durchblick, oder? Steig gar nicht drauf. Jetzt ist er immer grün, weil man da ist. Ja, bitte. Ja, vielleicht ist noch wieder Perücke drin. Ja. Ist ja klar, ne? Reisig bitte, wo kommt das denn her? Ja. Maria. Ich hab's ja gesagt, wir sollen nicht über die Bäume. Der Baum war wohl super, der war ja auch die Nasen verloren. Bitte, wenn wir den schon finden, den Baum haben wir nämlich gefunden, ein Christbaum von den Rebecks. Weil wir haben den gefunden, bitte, bei uns in der Siedlung und haben geglaubt, das ist ein Gebäude, das irgendwann mal ausgelöst worden ist. Doch, dem war nicht so. Wir haben den Baum, wir haben den Flower, einfach den Baum, bitte, wir sind damit durch Straßen gerannt, mit dem Baum hinten drauf. Und keiner hat uns gesehen, aber weil das haben wir in einer Nacht- und Nebelaktion immer gemacht. Trotzdem hat sich dann herausgestellt, dass der Baum von die Rebex, der ist geflattert worden, bitte. Aber meine Theorie ist ja so, dass der Rebex den Baum nicht mehr haben wollte, hat ihn einfach am Spielplatz gehauen und dann, ach so, der Baum hat er dann gestohlen, was der weiß. Und trotzdem haben wir es jetzt geschafft, so viel zu kriegen, dass alles immer fließt, der Regenschirm
nicht mehr ganz so, wie es sein sollte. Aber die kann man reparieren. Ja, klar. Schau, da hast du noch eine Weile überall irgendwo. Der leuchtet da. Der leuchtet da. Ja, jetzt kommt es ein bisschen spät, aber ich würde sagen. Es ist aus, die Leute sollten rausgehen, nicht reinkommen. Mei, oh mei. Das ist immer das Gleiche. Dabei ist es ja egal, ob man rauskommt oder reinkommt. Nächstes Mal ist ja alles relativ. Weil es kommt immer darauf an, wo draußen ist und wo drinnen. Ah! Okay, reiß dich mal ein. Für uns ist jetzt da draußen draußen, ja? Aber für die da draußen ist ja draußen drinnen, oder? Ja, das kommt immer auf die Definition an. Oder auf die Sichtweise. Ja, eben. Aber, wenn wir jetzt sagen, dass da herinnen herinnen ist, ja? Ich weiß, wir schreiben nächstes Mal ein Schild, die Besucher werden gebeten, nach dem Ende dann also wieder rauszugehen. Durch die Tür. Ja, weil raus kennen sie nicht aus. Ja, wahrscheinlich. Jetzt haben wir natürlich wieder verabstanden, jetzt kennen sie sich aus. Ein Schuh. Bitte, wer weiß, wie viel dieser Schuh gekostet hat? Er ist von Selektion, Bali. Was? Trotzdem kann man es nicht erkennen. Vielleicht sollte man das zusammenräumen. Vielleicht ist Bohrer. Hey, ich habe eine Idee, wir alle ein zusammenräumen. Ja, wer will, kann rauskommen und sich da das hinten alles anschauen. Wir gehen jetzt dann da. Eine kostenlose Führung. Bitte kostet es nicht mehr. Na. Da schaut es aus wieder her. Schaut wieder aus. Das ist eine Katastrophe. Aber es ist nötig, bitte. Das muss man auch sagen einmal. Hat es dir gefallen? Da ist der Schirm. Immer das Ei. So. Da, dort her, die Limousine, habe ich selber gezeigt. Bei der Frau Gold. In der Verlierstunde. Sie hat es nicht bemerkt. Trotzdem, das ist eigentlich ein tolles Auto. Wollt ihr es durchgeben? Bitte zirkulieren lassen. Oh Gott! Er geht doch, ich hab's ja gesagt, er geht. Ja, aber die Batterie, die war letztes Jahr. Ja, aber es geht ja, oder hörst du es nicht? Nein. Max, das ist ein ganz arger Wecker, wisst ihr? Der geht so. Das geht ja noch, ja, aber jetzt. Jetzt wird's arg. Wunderbar! Das ist noch Geld. Geld! Doch beim Boss-Café. Das ist noch ein Geld drüber. Schon mal weg. Na, die haben es alle schon weggepackt, glaube ich. Obwohl ich aber einen draußen nehmen muss. Nein, das haben wir. Ich glaube, das ist obvious. Ich würde sagen, wir gehen einfach ein Supermarché wieder. Ein Supermarché. Schau mal. Und trotzdem ist es jetzt alles so, dass alles fließt und niemand geht. Und immer noch gehen die Leute nicht. Immer noch. Immer noch sind sie da. Aber ich habe damit gerechnet und habe da was eingeleert. Kann wer sich Harmonika spielen? Doch man vielleicht auch Schneider kann spielen. Schade. Ich hätte es gern gehört. Ich kann es leider auch nicht. Ich meine, ich kann alle meine Ähnchen probieren, aber es geht schon fast über meinen Verstand. So. Na endlich, die Ersten. Warum kauft jemand so einen Schirm, bitte? Warum? Warum nur? Wer ist da jetzt? Niemand. Es ist wohl nur die Werbung. Die das ja, bitte, jetzt hört aber auf mit der Werbung. Ich wollte mit letztes Mal schon aufhören, ja? Ja, mach lieber. 13:30 Uhr wollte ich damit letztes Mal aufhören, wenn du Posten bist. Und du wolltest wieder damit anfangen. Nein! Wiederum, ich hab's genau gehört. Jetzt noch hör doch einmal auf. Das ist ja grauenhaft. Grauenhaft. Amerika, was machst du da mit Amerika drauf? Das ist schlecht, bitte. Die verschmutzen die ganze Umwelt. Hör ja? Nicht zu. Au, au, au! Schlecht! Na! Ja, Amerika! Geht eh! Hey, komm, was machst du mit dem Vorhang da? Keine Ahnung, schon da drin im
Ja, was soll man nun machen? Nun die ersten gehen wollten. Und trotzdem sind noch immer welche da. Da hinten sind noch keine. Hey, du musst, ich sag dir was, ich geh jetzt einfach raus. Wir gehen jetzt raus, ja.